In der Ratsversammlung in Kiel wurde am Donnerstag Wolfgang Erichsen die Andreas-Geig-Medaille verliehen. Präsident Hans-Werner Tovar bedankte sich bei dem Kieler Buchhändler für sein Engagement. Sie engagieren sich ehrenamtlich in einer Art und Weise zum Wohle Kiels, für die wir Ihnen den größten Respekt und größte Anerkennung schulden. Die Andreas-Geig-Medaille ist neben der Ehrenbürgerschaft, dem Kultur- und dem Wissenschaftspreis die höchste Auszeichnung der Landeshauptstadt. Wolfgang Erichsen wurde für seinen unermüdlichen Einsatz für die Kieler Innenstadt geehrt. In Anerkennung der Verdienste zum Wohle der Landeshauptstadt Kiel und ihrer Bürgerinnen und Bürger verleiht die Landeshauptstadt Kiel die Andreas-Geig-Medaille an Herrn Wolfgang Erichsen. Für den Medaillenträger gab es zunächst nur eine Frage. Wieso ich? Dann erklärte er mir, dass damit meine außergewöhnlichen Verdienste um die dänische Straße und die Innenstadt gewürdigt werden sollen. Wieder ein schneller Zwischengedanke. So ähnlich muss das sein, wenn das Nobelpreiskomitee aus Stockholm. Die wissen ja auch nicht, wo der Kandidat gerade auf der Welt ist. Jetzt erleben Sie mich aber sprachlos, habe ich ihm dann wohl erstmal gesagt, und dass ich mich sehr geehrt fühle.